vom Fernseher weg. Ich meine, gut, soll ja so sein, aber okay. Aber ich mag unprofessionell nicht. Nee, warte mal, wie nennt man das nochmal? Wenn man unprofessionell ist, das mag ich. Bin ich ja. Ich finde das voll geil. Ich meine, Hauptsache, man hat natürlich, kann gucken und so, ne, das ist natürlich wichtig, Sound und tralala und Video und so und Spaß. Sollte natürlich ein bisschen gegeben sein, ein bisschen halt, ne, Qualität, aber halt jetzt nicht voll übertrieben. Boah, ich muss jetzt hier in 4K streamen oder so, brauche ich, oh Gott. Oh Gott, Freunde. Ich habe ganz vergessen, wie gruselig das war. Oh Gott, Hilfe. Wie war denn das nochmal gewesen? Wo waren wir denn stehen geblieben? Ich schau mal eben im Inventory. Oh Gott, unser Inventar ist voll. Wir haben die Kurbel. Wir haben 3 Münzen. Wir haben Schießpulver. Haben wir Chemikalien? Haben wir... Nein, haben wir nicht. Doch, Kraut haben wir, aber keine Chemikalien, ne? Wir haben Brennstoff, wir haben ein wir haben den Krähenschlüssel. Ah, cool. Ein Dietrich, Pistolenmunition. Schießpulver, komm, packen wir mal weg. Brennstoff. Ja, lass ich mal drin. Fester Brennstoff. Krähenschlüssel packe ich mal weg. Brauchen wir bestimmt nicht. Die Kurbel lass ich mal. Ja, komm. So, komm, probier mal aus. Action. Oh Gott. Oh Gott. Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück bei den Bakers. Waren wir schon... Oh Gott. Oh Gott. Ah ja, drüben waren wir... Den Krähenschlüssel, ne? Waren wir hier? Da waren wir schon, oder? Waren wir da jetzt schon drin gewesen? Ah ja, da kam er zurück, ne? Oder? Oh Gott. Lecker. Lecker, ja. Oh, ii. Oh, ii. Oh, geh weg. Oh, oh Mann. Ach ja, stimmt. Ich habe versucht, es zu verdrängen. Scheiße. Wir brauchen nämlich, glaube ich, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, brauchen wir, glaube ich, die Lampe. Und ich traue immer noch... Oh, warte mal, haben wir den Krähenschlüssel dabei? Inventar? Ah, hier. Oh, toll. Warte mal eben, da ist ein Zettel, ne? Ach ja, stimmt. Hier waren wir ja schon gewesen, ne? Was ist das denn hier? Huch, Entschuldigung. Hey, war ja der Fötus drin. Oh Gott. Ich hasse Puppen. Ich hasse Puppen. Ich hasse Puppen. Aber mit dem Krähenschlüssel, ne? Habe ich jetzt gerade mal so eine Idee. Ich gehe nochmal eben... Warte mal, wo ging's denn jetzt? Moment. Komme ich hier zurück? Hallo? Uah. Boah, ich habe mich jetzt gerade voll erschrocken. Warte mal. Oh, bitte jetzt keine Nachrichten schreiben. Das nicht stört. Dann mache ich das Handy auf stumm. Und das ist nur die Gruppe. Ich weiß es genau. So. Bin ich noch im Bild? So. Ich gehe den Krähenschlüssel holen. Weil ich weiß, dass eine Tür zu war, die, wo wir den Krähenschlüssel... Wo wir den Krähenschlüssel brauchen für. Und ich bin mir sicher, dass da was... Was Großes drin war. Okay, wenn ich das so sage, klingt das falsch. Ich weiß. So, wo ist der Skorpionschlüssel? Krähenschlüssel nehme ich mit.
Oh, warte mal eben. Oh, Moment. So. Kann ich alles lesen vernünftig? Ja. Antike Münzen nehme ich auch mit. Weil wir kommen eh am Wohnwagen vorbei. Von so an kann ich mir das auch mal erlauben. Und mir ist aufgefallen, ich habe zwischendurch ein bisschen... wartet mal eben. Ich habe zwischendurch mal bei mir bei den Folgen mal reingeguckt. Und mir ist aufgefallen, ich habe mich am... beim zweiten... ja, ich glaube beim ersten Mal auch. Bei der zweiten Aufnahmesession... bisschen sehr hektisch bewegt, was die Kopfbewegung angeht. Also das jetzt hier. Und da möchte ich so ein bisschen so ein Augenmerk drauf haben, dass ich das nicht mehr so tue. Alter. Geh weg. Geh weg. Ihr seid so eklig. Also, die Viecher. Klick, klick. So, warte. Margaret wird ja wahrscheinlich hier irgendwo rumkreuchen, unten drunter jetzt, weil wir... wir haben sie ja... wir haben sie ja quasi... darunter gehauen. Würde mich interessieren, ob ich jetzt zur Sicherheit einfach ganz normal zum Haus zurück kann oder ob ich jetzt hier bleiben muss. Oh Gott. Oh Gott. Ich würde gerne vielleicht nochmal speichern vorher. Pitsch, patsch, pitsch, patsch. Also Vater wird eh nicht mehr wiederkommen. So. Ich würde sagen, warte mal. Da brauchen wir noch vier, ne? Ah, und ich habe eine Sache vergessen. Wo wir auch gleich hingehen, nochmal. Huch. Und zwar, warte. Was wollte ich denn hier? Achso, speichern. Ich bin so fertig. Und zwar... der Schatz. Wir haben ein Foto im Keller gefunden. Ich entsinne mich. Da drauf... wo drauf stand... hä? Wo drauf stand... wenn du es findest, darfst du es behalten. Und ich weiß, wo dieser Schatz ist. Und wir sind glatt dran vorbeigelaufen. Da müssen wir übrigens auch jetzt gleich hin. Wegen dem... wegen dem Schalüssel. Ich hoffe, wir kommen noch zurück. Also in alten Resident Evil Teilen. Ich finde es ja gut, dass die wirklich, auch so vom Level-Design her wieder so in die Wurzeln zurückgegangen sind. Nicht nur was den Horror angeht, sondern auch, wie gesagt, das, das Level-Design. Also diese verschlossenen Türen, dass du erst da jede Menge verschlossene Türen hast und tralala und pipapo. Warte mal eben, ich muss mal eben... irgendwie sitzt das alles heute noch nicht so richtig. So. Und, ja, dass er erst da Schlüssel A, Schlüssel B finden muss. Hier zum Beispiel Skorpionschlüssel oder sowas. Jetzt muss ich kurz nachdenken. Wo war die Tür? Wo war die Tür mit den Krähen? Die war... hier war die. Genau. So. Achso, im Übrigen, für, bevor ich es vergesse, warte mal eben. Huch, hallo? Warte, wo ist das Mikrofon? Hier ist das Mikrofon. So, ich glaube, ich gucke noch richtig. Da ist Kamera irgendwo, da irgendwo. Achso, für denjenigen, ich habe es von meinen Mods erfahren, der letzte Mal im Stream war, ja, und der meint, ich, aff hier rum oder sonst irgendwas, ne? Fick dich.
So, musste mal gesagt werden. Entschuldigt bitte, das ist einfach so. Musste einfach gesagt werden. Na? Solche Leute kann ich hier nicht gebrauchen. Dann guck woanders. Ne? Guck woanders oder was weiß ich. So. Entschuldigt bitte. So, und hier ist der Schatz drin. Hier kriegen wir nämlich Steroide. Voll geil. So. Warte. Die hauen wir uns direkt in den Arm rein. Oh, so. Und hier haben wir die Tür. Die würde ich gerne öffnen. Ich bin sehr gespannt, was uns hinter dieser Tür erwartet. Alter, was ist das denn? Alter, tatsächlich eine Waffe, wie ich mir schon dachte. Schießpulver. Ich schaue mich erstmal um. Flintenmunition, was haben wir hier? Flammengranaten? Ne. Okay. Da liegt auch noch was. Fester Brennstoff. Was, die haben nicht genug Platz. Was ist denn das? Granatwerfer. What the fuck? Alter, den brauche ich. Oh Gott, den brauche ich. Können wir irgendwas herstellen oder so? Alter, ich will den Granatwerfer mitnehmen. What the fuck? Irgendwie ist das heute sehr stramm hier alles. Irgendwie sitzt mir das alles ein bisschen zu sehr auf der Birne. Ich weiß gar nicht warum. What the fuck, Alter? Wie kriegen wir denn... Wie kriegen wir denn den Granatwerfer hier rein? Da müssen wir irgendwas ablegen. Gehalt sind wir noch gut. Okay, wir kommen auf jeden Fall jetzt zurück. Ich muss den erstmal liegen lassen. Ich muss nochmal zum Speicherpunkt. Naja, ich war jetzt ein bisschen langweilig, jetzt nicht so viel Horror und so und tralala. Aber ich will vorbereitet sein für das, was mich bei Margaret erwartet. Weil ich kann mir vorstellen, dass das auch nicht so einfach ist, weil Jack war ja schon ein Traum. Jack war ja schon echt das Highlight. Freude pur. Dann nutze ich aber hier den Speicherraum direkt um die Ecke, weil dann geht's schneller. Und vor allen Dingen, was mit der Oma? Oh Gott, ich habe eine ganz schlimme Befürchtung, was mit der Oma ist. Die Oma ist bestimmt hier das Grauen schlechthin. So. Warte. Schießpulver. Ach komm, hier die... Warte mal, Schrotflintenmunition. Brennstoff, komm. Munition für den Granatwerfer. Sieht beim Aufprall einen weiten Bereich in Flammen. Hört, hört. Dietrich lasse ich mal hier. Brennpaste. Krähenschlüssel lasse ich auch hier. Brauchen wir, glaube ich, jetzt nicht mehr. Die Kurbel lasse ich auch hier. Ansonsten... Ja... Aber wenn wir den Granatwerfer haben, können wir normalerweise den Brenner doch hier lassen, oder? Obwohl, ja gut, wenn Margaret sind Kampf nachher kommt oder so. Ich weiß es nicht, ich weiß nicht. Auf jeden Fall gehe ich jetzt erstmal den Granatwerfer und ich will den haben. So. Freunde. Achso, und alle, die da sind vielleicht, die gerade neu zugeschaltet haben, hallo. Und willkommen zur Let's Play Live Show im Livestream. In der Aufnahme von, oder beziehungsweise... Bei Resident Evil, dem allerersten Spieldurchlauf immer noch bei mir. Andere sind ja schon durch. Die sind ja schon durch, die haben ja auch schon Speedruns gemacht. Der eine hat einen Speedrun gemacht, nur mit Messer. Ich weiß nicht, ob es einige mitbekommen haben. Die haben das. Es gibt einen, der hat das Spiel durchgespielt in 3 Stunden nur mit Messer. Der ist zwar auch ein paar Mal gestorben, aber er hat tatsächlich nur das Messer benutzt. Überleg mal, mit dem Dingen. Alter, das ganze Spiel durchspielen. In 3 Stunden. Oh Gott. Weil immer den Baker damit erledigen. Nein. Nein. Auf gar keinen Fall. Da gehe ich lieber sterben. Und ich glaube, Speedrun-Rekord, also normaler Speedrun-Rekord mit Waffen und tralala, liegt, glaube ich, bei 1 Stunde und 18 Minuten oder so. Irgendwie sowas. Ich habe da hier gerade noch was liegen gesehen. Da, guck mal. Oh, Pistolenmuni. Ich meine, ist ja auch schon eine Hausnummer, ne? Stunde, 18 Minuten. Wenn du mal überlegst.
Ich jetzt weiß ich natürlich nicht, ob die mit Glitches durchgespielt haben. Kann ich natürlich nicht sagen. Und übrigens, das war angeblich auch der, dieser Wahnsinnig-Modus, wie sie sich schimpft. Mit einer Stunde. Oh Gott. Den Speedrun muss ich mir mal angucken. So. Wir haben den Granatwerfer, ne? Ja. Kann ich ihn auch auswählen? Ach so. Poh. Von dem, warum haben die einen Granatwerfer hier? Ne. Boah, wie cool das aussieht. Wie kann ich den aufs Dings legen? Steuerung, bewegen, bewegen. Nein, bist du behindert? Ach so, okay. So, ich rangiere mal den. Nein. Ich rangiere mal den Dings aus, den, Alter. Boah, voll geil. Den Flammenwerfer aus. Wir können ihn ja immer noch ausrüsten. Wir gehen jetzt erstmal zurück zum Dings. Ich speichere nochmal eben schnell. Ich werde nochmal eben schnell speichern hier. Und dann gucken wir mal, dass wir zurück zu Margaret gelangen. So. Speichern. Jawohl. Neuer Speicherstand? Ja, möchte ich. Ja, ich möchte speichern. So. So. Noch ist ja alles schön, alles gut. Wir sind gut bewaffnet. Wir haben sogar einen Granatwerfer bekommen. Kann man die Waffen auch wegstecken? Stimmt nicht, ne? Margaret! Ich komme! Oh Mann. Oh Mann. Eieieiei. Margaret. Ich will da unten eigentlich gar nicht rein, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich will da unten nicht rein. Wer weiß, was mich da unten erwartet. Oh Gott. Puh. Ich habe mir sagen lassen, übrigens auch ducken soll eine ganz gute Technik sein, um ja, Angriffen auszuweichen. Oh nein, oh nein, oh nein. Was zum Teufel? Ah. Wie, das ist neu? Willst du mich verarschen? Oh Gott. Was ist das denn? Was ist das denn? Irgendwelche pulsierenden Würmer. Boah. Oh Gott. Hast du gesehen, wie die gerade gelaufen ist? Alter. Oh Gott, ich will das nicht mehr spielen. Oh Gott. Eine Leiter. Wo führt die hin? Ein Brunnen?
Okay. Hallo? Ich würde gern. Oh, warte mal, ich muss mal eben das Kissen hier wegpacken, damit ich wieder ein bisschen freiere Hand habe. Hallo? Hallo? Oh Gott. Ach, jetzt sind wir hier auf der Seite. Eieieiei. Also hier möchte ich nicht sein. Hier bin ich, fühle ich mich nicht wohl. Ich kenne mich nie aus. Das sieht da einfach gemütlich aus. Also hier möchte ich Urlaub machen. Noch mache ich lustige Sprüche. Wieso ist es hier so dunkel? Ich sehe nichts. Kann ich hier langlaufen? Will ich das? Ach, hier kommt man gar nicht rein. Achso. Achso, und im Übrigen, es wurde in einem Brief erwähnt, nachdem ich nochmal ein paar Folgen von mir nochmal nachgeguckt hatte, es wurde in einem Brief erwähnt, dass wohl, wie die wohl die Bakers anscheinend noch normal waren, ein Schiff wohl gestrandet war, wo hier so ein Sturm entstand. Also hier war wohl ein Sturm gewesen, deswegen ist das Haus da so kaputt, so einige Teile. Und es ist wohl ein Schiff gestrandet. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass auf diesem Schiff wahrscheinlich irgendwas mit dem Virus zu tun hat, dass die verrückt wurden. Von der anderen Seite verschlossen. Na toll. Das, weil der Zusammenhang mit Resident Evil erschließt sich halt bei mir noch nicht. Und ich habe so ein bisschen so, also ich vermute, dass es vielleicht daran liegt. Ich weiß es nicht. Was ist das denn hier? Ein Schatzfoto? Ja toll, kann ich das Schatzfoto nochmal sehen? Ich habe hier etwas Nettes versteckt. Finde es, wenn du kannst. Das sieht aus... Warte mal. Ja, ein nettes Versteck. Finde es, wenn du kannst. Das sieht aus wie ein Lokus. Und rechts oben in der Ecke, links oben in der Ecke bei dem Foto, an der Spitze, kann er schlecht dahin zeigen jetzt, liegen Kippen im Aschenbecher, aber nicht gerade wenig. Und rechts davon ist das Klo. Da müssen wir mal ein bisschen Augenausschau halten, ob wir da irgendwo einen Schatz finden. Also zumindest halt, was wir brauchen. Was ist das denn hier? Ihre alte Kochschürze oder was? Oh Gott. Alter, hier wurde schon lange kein Gärtner mehr hier, ne? Das Gebäude ist nicht so groß. Wirkt zumindest von außen nicht. Oh Gott. Hallo? Ist das ein Safe-Raum? Ne. Wieso geht die Tür zu? Warum? Oh, hey, Kraut. Ich habe eine Tür gehört. Noch eine. Oder was? Oh, scheiße, ein Dietrich wäre jetzt geil. Fuck. Was ist das denn gewesen? Spaltmittel? Spaltmittel? Kann die flüssige Chemikalie von anderen Objekten trennen, um diese wieder benutzbar zu machen? Oder nutzbar zu machen? Aha. Ach so. Was? Da gehen 30 Dings dann weg? Ne. Warum macht er das denn hier nicht? Okay. Fuck. Sie haben keinen Platz mehr. Ja. Boah, wir haben so Platzmangel, ne? Fürchterlich. Ernsthaft. Okay, sicher ist sicher. Das Geräusch. Margaret? Ich komme. Ist das okay für dich?
Oh Gott, das Spiel. Oh nein. Oh nein, wir kommen nicht mehr zurück. Zumindest.